Ja, wir haben heute leider so ein bisschen unsere Linie verloren, muss man ganz deutlich sagen. Zum Glück sind wir nicht ins Hintertreffen geraten, nur unentschieden. Wir haben in der ersten Halbzeit haben wir sie sehr stark dominiert, auch 20 Minuten in der zweiten Halbzeit. Ja, und dann auf einmal kommt der Schlendrian mit rein und wir verlieren total unseren Faden, lassen sie rankommen, bis auf unentschieden. Gott sei Dank haben wir dann noch so ein bisschen Stärke gezeigt und sie Meter rausgeholt, den Peter sehr, sehr gut verwandelt hat. Und somit haben wir ein ganz, ganz glückliches 35-34. Das hätte aber auch ganz, ganz anders ausgehen können. Vor allem, wir lassen den Gegner bei uns zu Hause 34 Tore schießen, das ist eindeutig zu viel. Und ja, da müssen wir, 35 vorne ist völlig in Ordnung, aber hinten in der Abwehr muss einiges getan werden. Zum einen waren Kropi und Lasse nicht dabei, weil sie beide mit einem grippalen Infekt zu Hause im Bett liegen. Haben heute auch ein Stück weit gefehlt, wobei wir das Spiel eigentlich ganz gut im Griff hatten bis zur 45. Minute. Und da haben wir einfach die viel zu früh abgeschlossen, den Leutershausen an, wo mir klar war, dass die nicht aufgeben, dass die immer weiter ihre Chance suchen werden. Wir haben halt einfach viel zu schnell abgeschlossen. Das war unser Problem heute. Wir haben eine klare Führung. Da habe ich so ein bisschen dran erinnert, wie das die Erlanger bei uns gemacht haben. Ruhiger Spiel, unaufgeregter Spiel, auf die Chance warten. Der Gegner will den Ball haben, das heißt, die kommen auch raus, machen dann vielleicht auch mal einen anderen Fehler. Wir haben viel zu früh abgeschlossen, dem Gegner die Gegenschüsse gegeben und da sind sie halt stark. Und wie gesagt, wir haben das Ding glücklich am Ende gewonnen. Wir wussten, dass Leutershausen nie aufstecken wird, dass die Rückenwind haben aus dem letzten Spiel, dass sie bis zum Schluss kämpfen und wir haben zum Glück, dank Julius muss man sagen, zum Schluss gewonnen. Ob verdient, das weiß ich gerade noch nicht, aber wir haben gewonnen, 2 Punkte. Das ist das Wichtigste, denke ich, heute. Und wir müssen hinten, denke ich, einiges ordnen, vorne konzentrierter bleiben und dann geht das hier, denke ich, ruhiger über die Bühne. Ja, ich habe einfach, wollte natürlich so viele Bälle wie möglich halten. Das ist mir nicht immer gelungen. Ich habe mein Bestes gegeben. Wir haben heute leider viele Gegentore bekommen. Es hat zum Glück heute gereicht. Dankeschön an den Angriff an der Seite. Ich wünsche allen Tusen-Fans einen guten Rutsch und ich freue mich darauf, dass wir uns im nächsten Jahr 2014 wieder hier am Hallo sehen und hoffentlich weitere Siege vom Tusen feiern können.